Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Spürvertrauen Podcast zum Thema Sex zu dritt. Dreier, wie kann er gelingen? Was ist wichtig? Mein Name ist Yvonne. Ich arbeite in Köln als Sexual- und Life-Coach und begleite Frauen, Männer und Paare dabei, ja, wie sie eine glückliche und erfüllende Sexualität für sich finden und leben können. Und ich möchte dich in dieser Folge tatsächlich einladen, diesem Abenteuer Sex zu dritt, ja, da mal ein bisschen hineinzuspüren, wenn dich das interessiert. Wenn du dir womöglich vielleicht sowieso schon überlegt hast, ob du das mal erleben möchtest, wie du das hinbekommst, dass du das mal erleben kannst, wenn du manchmal davon fantasierst, ja, dann lohnt es sich da auch nochmal genauer drauf zu gucken. Und ich möchte in dieser Folge gerne so ein paar, ja, wie wichtige Hinweise geben, was ein Dreier zu einem guten und schönen sexuellen Erlebnis machen kann. Und ich möchte dir aber auch noch drei Fragen mit an die Hand geben, die du für dich ganz im Stillen mal beantworten kannst, um rauszufinden, wie ernst ist es mir denn mit dem Dreier? Ist das überhaupt was für mich? Damit du der Erfüllung deines Abenteuerwunsches vielleicht auch ein kleines bisschen näher kommst. Wenn du mich noch nicht kennst, ansonsten rate ich dir auch auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbeizuschauen und dich da einfach umzugucken. Und ich möchte auch noch mal hinweisen auf das Lustwandern. Vielleicht kennst du das schon und hast sogar auch schon mal teilgenommen. Ich habe da ganz regelmäßig Leute auch vom Podcast mit dabei. Da gibt es den Link in den Shownotes und das nächste Mal ist am 9. Mai, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Also melde dich an, das ist kostenfrei, geht eine Stunde lang, hat was mit Körper und Körperreise und Spüren zu tun und dem Genitalbereich. Ganz, ganz spannend und die Leute finden das alles immer total cool und entspannend und aufregend, was wir da machen. Also wenn dich das auch reizt, solltest du dich dafür anmelden. Den Link, wie gesagt, findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich natürlich auch total, wenn du ja den Podcast irgendwie mit verbreiten magst, also eine Rezension schreiben magst auf iTunes, vielleicht einem Freund, einer Freundin den Podcast auch empfehlen magst, wenn du ihn gut findest und glaubst, dass es wert ist, den zu hören oder einfach sonst in die Welt zu tragen, dass es den Podcast gibt. Darüber freue ich mich riesig. Ja, das Thema Sex zu dritt. Wir hatten ja letzte Woche mit dem Jannis zusammen viel auch übers Ausprobieren und übers Verführen gesprochen. Und da passt das Thema Sex zu dritt eigentlich auch ziemlich gut rein. Ja, weil für viele Menschen ist Sex zu dritt oder ein Dreier tatsächlich, hat es sehr, sehr viel mit Ausprobieren zu tun. Ich habe gerade in der Vorbereitung auch nochmal gelesen, ungefähr 60% aller Männer wünschen sich, mal Sex mit zwei Frauen zu haben und von denen verführt zu werden. Ja, Zahlen für Frauen habe ich leider nicht so auf die Schnelle gefunden. Und es kann eben beim Sex zu dritt ja auch ganz verschiedene Motivationen geben, warum man sich das eigentlich wünscht und ja, auch Ideen dazu, wie das eigentlich aussehen kann. Und darüber möchte ich jetzt zunächst einmal sprechen, damit du vielleicht auch nochmal rausfinden kannst, was ist denn so deine Idee zum Dreier eigentlich? Ja, weil blöd ist, auf jeden Fall zu sagen, ich hätte es gern mal, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie und was genau und mit wem eigentlich genau, ist mir egal, ich will es einfach mal erleben. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Garant dafür, dass es nicht so schönes Erlebnis wird. Je eher du weißt, was du eigentlich dabei erleben möchtest, desto mehr kannst du die Situation letztlich ja auch mehr für dich gestalten, für dich auch stimmig gestalten und etwas wirklich so erleben, wie du dir das auch erträumst oder dir wünscht oder vorher fantasiert hast. Genau, deswegen lohnt es sich da wirklich hinzugucken. Ich fange jetzt mal an mit diesen drei Fragen, die ich für dich mitgebracht habe und du machst dir darüber einfach deine Gedanken, ja, kannst du mit Papier und Stift machen oder auch einfach in deinem Kopf, ganz wie es zu dir passt. Oder auch mit einer Freundin drüber quatschen oder direkt mit deinem Partner drüber quatschen, wenn das für euch beide sogar ein Thema ist. Und hier kommt jetzt mal die erste Frage. Ja. Was ist denn spannend an einem Dreier für dich?
Was ist der Reiz da dran? Ja, also was ist für dich da spannend? Und es kann ja sowas sein, wie du als Frau möchtest vielleicht deinen Partner zusammen mit einer anderen Frau verwöhnen, wie ich ja eben schon mal ganz kurz in diesem Umfragebeispiel gesagt habe. Es kann aber ja auch sein, du als Frau möchtest gerne Sex mit zwei Männern haben. Du als Frau möchtest vielleicht sogar Sex mit zwei weiteren Frauen haben. Oder du als Mann möchtest diesen Beispiel Dreier mit zwei Frauen haben, wie ich ihn eben erwähnt habe, oder deine Partnerin vielleicht mit einem anderen Mann zusammen verwöhnen. Vielleicht ist auch ein gewisses homosexuelles Interesse bei beiden eben noch mit dabei, sodass auch dieses wir verführen zu zweit die Dritte oder den Dritten gar nicht so ein großer Punkt ist, sondern dass es eher so ein Miteinander wird und jeder mit jedem gerne möchte. Auch das kann ja spannend sein an so einem Dreier. Also da ist es wirklich hilfreich, sich zu überlegen, was ist generell erstmal für dich spannend an einem Dreier. Und dann geht es ein bisschen mehr in die Tiefe. Und die zweite Frage schließt sich da eben an und meint, was möchtest du denn dabei ausprobieren? Ja. Ist es vielleicht zu sehen, wie dein Partner Sex mit jemand anderem hat? Ist es vielleicht Sex mit deinem Partner zu haben, während noch jemand anderes dabei ist? Ist es vielleicht aber auch, du hast Sex mit jemand anderem und dein Partner schaut zu. Ja, das ist dann ja schon ein bisschen konkreter als was ist generell spannend für dich da dran. Also was möchtest du konkret ausprobieren? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Praktiken, die du ausprobieren möchtest? Gerade wenn vielleicht so homosexuelle, bisexuelle Fantasien damit reinspielen. Ja, kann Dreier eben auch eine schöne Möglichkeit sein, da wirklich Dinge auszuprobieren, ganz konkret. Aber auch sowas wie zum Beispiel, nein, ich möchte einfach von einem Mann penetriert werden und dabei einem anderen einblasen, zum Beispiel. Also das kann ja auch Fantasien von Frauen sein. Ja, auch das ist was ganz Konkretes, was du dann möglicherweise ausprobieren möchtest in diesem Dreier. Also werd dir darüber mal klar, was konkret möchtest du eigentlich erleben, ausprobieren in diesem Abenteuer. Und jetzt gibt es eine Frage, die ist vielleicht erstmal ein bisschen paradox, aber ich finde sie schon auch ganz hilfreich. Was wäre denn die Alternative, genau das zu erleben, ohne dass es ein Dreier gibt? Ja, vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten. Also was könntest du noch tun, um das, was du gerne erleben würdest, zum Beispiel als Frau, auch Erfahrungen mit einer Frau zu sammeln in Form von so einem Dreier, könnte man ja auch sagen, naja, das könnte man jetzt zum Beispiel auch zu zweit erleben, da muss gar nicht noch wer anderes mit dabei sein. So in die Richtung geht das. Also welche Möglichkeiten gibt es noch, das zu erleben, was du gerne ausprobieren würdest? Und es macht dich einfach freier, dir diese Frage auch zu beantworten, weil dir dann klarer wird, dass du ja wählen kannst, ja, dass du das sowohl in einem Dreier erleben kannst, aber vielleicht auch woanders. Und dann kriegt der Dreier nicht so eine Aufladung oder so viele Ansprüche oder so viele Dinge, die da ganz konkret passieren sollen. Ja, also es ist schon auch hilfreich, dir diese Alternativen selber aufzuzeigen und zu überlegen. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch darüber sprechen, was macht denn ein Dreier zu einem guten Dreier? Ja, und ich glaube, allein darüber könnte ich wahrscheinlich 5 Podcast-Folgen machen. Und ich beschränke mich in dieser Folge wirklich auf das Wesentliche und möchte ja auf gar nicht so viele Dinge eingehen, sondern auf das, was ich für den ersten Moment wirklich auch am wichtigsten finde. Und wenn da was für dich offen bleibt, dann schreib mir das gerne. Ja, dann mache ich dazu vielleicht auch sogar noch mal eine separate Folge und gehe dann ausführlicher darauf ein. Zuallererst ist es super, super wichtig, und ich weiß, keiner mag darüber gerne sprechen, aber auch der Dreier sollte natürlich safe sein. Ja, also safer Sex ist ein absolutes A und O auch beim Sex zu dritt. Ja, in welcher Konstellation auch immer man das erlebt, ob als Paar mit jemand Drittem oder drei Freunde oder drei Fremde womöglich, ja. Also safer Sex ist immer wichtig. Eigentlich geht es auch schon beim Oralverkehr dabei los, ja, dass man sich dazu Gedanken macht, wie kann ich denn das lösen? Kann ich denn als Mann zum Beispiel, wenn ich den Dreier mit zwei Frauen habe, kann ich erst die eine lecken und dann direkt zu der anderen gehen. Ja, geht das. Und sind damit beide einverstanden. Ja. Und solche Beispiele könnte ich jetzt noch zuhauf bringen.
Im Grunde genommen ist es sogar sehr hilfreich, wenn man sich diese Frage zu dritt stellt, ja, was ist denn für uns drei in dem Sinne safe? Was bedeutet denn das, dass es safe ist? Was ist für uns okay und was ist nicht okay im Sinne von safer Sex? Und damit sind wir eigentlich schon total schnell auch beim richtig wichtigen zweiten Punkt für einen gelingenden Dreier, nämlich den Consent, ja, also das Einvernehmen, das Einverständnis aller Beteiligten. Das sollte nämlich da sein und das sollte nicht nur so vage da sein, sondern das sollte auch richtig ein Commitment sein. Okay, wir erleben das jetzt zu dritt und vielleicht haben wir keine Ahnung, auf was wir uns da einlassen, aber wir gehen dafür und wir stehen auch zu dem, was für uns okay ist. Wir kennen unsere Grenzen. Wenn wir an eine Grenze geraten, dann sprechen wir sie aus und dann ist auch für die Gruppe okay, dass diese Grenze gewahrt wird. Ja, das ist eben auch ganz wichtig, dass da Respekt ist und auch das Erlebnis der Gruppe sozusagen gleichwertig ist mit dem eigenen Erlebnis. Ja, dass nicht das eigene Erlebnis total über dem harmonischen Erlebnis, sage ich mal, der Gruppe steht. Denn jetzt könnte man ja sagen, ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich und nimmt sich vielleicht wie bei einem One-Night-Stand oder so das, was er gerade braucht oder sie. Und da es jetzt aber drei Personen sind, wird es relativ schnell sehr komplex. Ja, deswegen ist irgendwie hilfreich zu schauen, okay, wie geht es denn uns allen in dieser Situation? Und da finde ich ganz wichtig zu erkennen oder auch nochmal mitzugeben, oft ist weniger mehr. Ja, sowohl in der, ich sag mal, Vielfalt, was denn alles passieren könnte bei einem Dreier oder Erlebnis zu dritt. Ich stelle jetzt mal in den Raum, es muss ja auch gar nicht unbedingt Penetration passieren, ja. Es kann ja auch sonst schon total viel Aufregendes passieren und alles ausprobiert und erkundet werden. Aber sowas wie Penetration spielt gar keine Rolle. Es ist möglich. Ja, und auch weniger ist mehr im Sinne von, es ist nicht hilfreich, irgendwie alle Ideen, was man miteinander machen könnte, auch tatsächlich unterzubringen. Ja, es ist sehr, sehr hilfreich, mit dem Moment zu gehen, im Moment zu sein, auch mit sich selbst in guter Verbindung zu sein, zu spüren in dem Moment, auch ist das für mich jetzt gerade noch okay oder gerät es vielleicht an den Rand von, oh nein, das ist irgendwie grenzwertig. Und dann ist natürlich auch allerhöchste Eisenbahn, das irgendwie transparent zu machen und zu kommunizieren. Ja. Also ganz wichtig ist, dass du auch bei so einem Erlebnis zu dritt bei dir sein kannst. Ja. Und auch immer wieder zu dir zurückkommen kannst. Und auch diese Idee von weniger ist mehr im Hinblick auf, was sind denn die Erwartungen? Ja. Vielleicht auch gar nicht so hohe Erwartungen zu haben, dass das ein mega knaller, feuerwerksmäßiges Ereignis werden muss. Nein, da treffen sich drei Menschen, die vielleicht noch nie in dieser Konstellation miteinander sexuell waren. Vielleicht wird das super, aber vielleicht stellt ihr auch sogar fest, oh nee, das passt gar nicht. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, wir fühlen uns gar nicht wohl zusammen. Und dann ist es auch völlig okay. Dann ist es eine super Erfahrung und ein total hilfreiches Lernerlebnis sozusagen, dann auch zu sagen, okay, bis hierhin war es cool und jetzt sagen wir zum Beispiel Stopp. Ja, und lass uns irgendwie ausklingen und kuscheln irgendwie noch und gehen dann wieder getrennter Wege. Also, da ist so wirklich diese Strategie, sage ich mal. Jeder ist bei sich, natürlich auch für sich selbst verantwortlich, aber es gibt eben auch so diesen Blick in die Gruppe. Auch der Gruppe geht es gut. Ja, allen drei Leuten sollte es bei diesem Dreier gut gehen. Und es sollten keinerlei Grenzen überschritten werden, im besten Fall nicht im Sinne von safer Sex, aber auch sonst keine Grenzen. Und so kann es eben dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hilfreich sein, langsam zu machen, ja, immer wieder auch vielleicht durch Blickkontakt oder durch kleine Kommunikation miteinander einzuchecken. Gehen wir weiter? Wollen wir weitergehen? Wer möchte vielleicht auch was machen? Vielleicht möchte auch jemand nur zuschauen zu einem gewissen Zeitpunkt. Vielleicht möchte aber auch jemand masturbieren zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, oder eine Idee einbringen. Also es kann ganz, ganz, ganz kreativ werden. Und das geht eben am besten, wenn alle auch ein Stück weit im Moment sind und diese Erwartungen vielleicht auch ein Stückchen loslassen können oder vielleicht sogar ganz loslassen können, ja, um zu sehen, was denn passiert bei diesem Spiel zu dritt, zu sehen, was sich entwickeln mag bei diesem Spiel zu dritt. Ja, und wenn es noch nicht so richtig rausgekommen ist,
Finde ich auch wirklich sehr wichtig zu sagen. Überleg dir gut, mit wem du das erleben möchtest. Ja, auch die Menschen, die dabei sind und ihre Verfasstheit tragen wesentlich dazu bei, wie gut dieses Erlebnis wird, wie angenehm dieses Erlebnis wird, wie freudvoll dieses Erlebnis wird. Ich würde jedem raten, die Finger davon zu lassen, unter Alkohol oder vielleicht irgendwelchen anderen Drogen einfach irgendwas mitzumachen, weil irgendwer anfängt, ohne dass jemand sich irgendwie Gedanken dazu gemacht hat. Das kann dann wirklich dazu führen, dass man am nächsten Tag doch irgendwas bereut, weil man da Erlebnisse gemacht hat, die vielleicht gar nicht so richtig zu einem passen. Ja, und wir ja auch wissen, unter Alkohol sind wir eher enthemmt und machen eher auch Dinge, über die wir uns später Gedanken machen, waren die jetzt vielleicht überhaupt safe oder passt das überhaupt zu mir? Bin ich das überhaupt? Ja, also schade wäre natürlich, wenn dieser Dreier etwas ist, ein Erlebnis ist, was man hinterher bereut oder damit hadert. Und da ist natürlich immer besondere Vorsicht geboten, sage ich mal, wenn jetzt ein Paar losgeht und sagt, ich möchte einen Dreier erleben. Und wir suchen uns dafür Nummer drei. Ja. Das erfordert gute Kommunikation auch in der Partnerschaft, auch generell über Sex. Ja, das erfordert auch, dass dieses Paar sehr mit sich in Kontakt ist, im Miteinander ist, während die dritte Person dabei ist. Und erfordert aber gleichzeitig eben auch, dass ja in dieses Zweierkonstrukt sozusagen zeitweise eine dritte Person aufgenommen wird. Und es erfordert eben auch viel Offenheit und Neugierde. Ja, ich fasse noch mal ganz kurz für dich zusammen, was so die wichtigsten Dinge sind aus meiner Sicht als Sexualcoach. Ja, zum einen wirklich mach es safe, so dass du dir hinterher keine Gedanken machen musst, ob vielleicht irgendwas hängen geblieben ist von diesem Erlebnis. Mach klar, dass ihr alle einverstanden seid, dass ihr alle einvernehmlich dieses Erlebnis habt und mach auch klar, dass alles, was dort passiert, in Einvernehmen passiert. Das erfordert, dass jeder eigenverantwortlich ist, aber auch einen gewissen Blick für die Gruppe hat, auch eine gewisse Aufmerksamkeit dafür hat, ob vielleicht gerade etwas, was er oder sie tut, zu viel ist für jemand anderen. Ja, und da wirklich mein Rat, weniger ist mehr, weniger Erwartungen führen dazu, dass man mehr erlebt, als man erwartet und weniger enttäuscht ist, als mit viel Erwartung. Langsamkeit ist unglaublich toll bei sowas. Ja, führt dazu, dass man immer wieder mit sich selbst und auch den anderen einchecken kann und gucken kann, oh, ist gerade für mich alles so stimmig, wie ich mir das wünsche, wie ich das erleben möchte. Ja, und letztlich vielleicht auch eine Portion Demut. Ja, weil wenn drei Menschen, die in dieser Konstellation noch nie beieinander waren, zusammenkommen, kann etwas ganz, ganz Tolles dabei rauskommen und da lohnt es sich wirklich auch demütig zu sein mit sich selbst, mit der Gruppe, die da zusammenkommt und auch mit der Sexualität im Allgemeinen. Und es ist auch einfach wertzuschätzen, was da passiert, dass sich drei Menschen öffnen für dieses Erlebnis. Und mit Demut meine ich eben auch, vielleicht zu erkennen oder zu sehen, dass ja weniger mehr sein kann, dass Langsamkeit mehr sein kann, dass nicht irgendwie das Nonplusultra-Porno-Erlebnis dabei rauskommt, ja, sondern das mehr so ein fließendes Erlebnis ist. Und es kann auch wirklich erforderlich sein, hinterher nochmal miteinander einzuchecken und zu sagen, okay, wie war das jetzt? Was war schön? Hängt vielleicht noch irgendwas nach? Sodass irgendwie alle für sich, aber auch eben füreinander gut sorgen in dieser Zeit von diesem Erlebnis. Ich freue mich, wenn bei dir jetzt noch Dinge offen geblieben sind, die du mich gerne fragen würdest zum Thema Sex zu dritt. Wenn du mir einfach eine E-Mail schreibst an hallo@spürvertrauen.de. Ja, weil das Thema ist so, so, so vielfältig und ich kann hier unmöglich alles mitgeben in dieser einen Folge. Aber wenn da noch was ist, dann lass mich das wissen. Und ich wünsche mir natürlich, dass jetzt diese Impulse von mir, ja, bei dir für ein Stück mehr Klarheit sorgen, vielleicht auch für ein Stück mehr Mut sorgen, das tatsächlich auszuprobieren oder auch für ein Stück mehr Loslassen sorgen im Sinne von, oh ja, vielleicht möchte ich das gerne erleben, aber ich möchte es auch nicht erzwingen. Ich warte auf die richtige Person, auf die richtige Situation, um das dann letztlich mit den Menschen auch zu erleben, die zu mir passen und bei denen ich mich öffnen kann.
Ja, so. Dann weise ich an dieser Stelle nochmal kurz darauf hin, dass du natürlich auch gerne diesen Podcast bewerten kannst, mit einer Rezension auf iTunes zum Beispiel. Da kannst du Sterne vergeben. Ich freue mich da total, wenn du das machst. Und es ist super einfach und es hilft auch wirklich, den Podcast noch mehr in die Welt zu tragen und ihn zu verbreiten. Also mach das bitte. Ich freue mich auch, wenn du das irgendwie teilst auf Social Media oder den Post kommentierst, den du da findest zum Beispiel. Einfach, wie es dir gefallen hat, was für dich hilfreich war, möglicherweise. Oder wenn eine Frage offen geblieben ist, natürlich auch das gerne teilst. Und ja, schau auf meiner Webseite vorbei, schau nach dem Lustwandern. Ja, melde dich dafür an. Wenn du das auch nur einen Hauch interessant findest, dann solltest du unbedingt dabei sein. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder dran bist beim Spürvertrauen Podcast. Ja, wenn ich dich wieder begrüßen darf, wenn du wieder mit zuhörst. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine super Zeit. Wenn du etwas zu dritt erlebst, wünsche ich dir natürlich auch da eine super Zeit. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.